Moin Moin, wir Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich stelle euch für unseren YouTube-Kanal in der Modbox die globale Warentransportpalette vor. Ja, hört sich jetzt mal total wild an, ist aber eigentlich eine ganz coole Geschichte, und zwar die Modder, also 82 Studio, um es auf Englisch auszusprechen, oder 82 Studio, je nachdem wie man es ausspricht. Die Modder schreiben ihre eigene Modbeschreibung, die damit für alle Plattformen zur Verfügung steht, also auch für unsere Freunde der Konsole, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Auch ihr und wir können es im Mod herunterladen und nutzen. So, was ist das Ganze? Es gibt eine Möglichkeit, ihr könnt jetzt quasi Paletten kaufen. Und diese Paletten umgehen ähnlich wie Autoload und laden alles auf, oder natürlich nur ein Produkt, aber halt in riesen Mengen. Ich demonstriere das Ganze mal, um es mal nahezulegen. Wir sagen mal Zucker. Ihr habt eine riesen Zuckerfabrik und die Zuckerfabrik übertreibt eure Produktion und ihr habt zig Paletten Zucker. Jetzt müsst ihr natürlich mit dem Teleskoplader jedes Mal die Paletten nehmen und verladen und so weiter. Mit dieser Palette, was ganz wichtig ist, ihr seht, ihr müsst ein Teleskoplader, ein Frontlader, ein Radlader oder irgendwas nehmen, aber ohne Anbaugerät. Ihr dürft hier keine Palettengabel dran haben, sondern die fungieren einfach, sobald ihr ranfahrt, erkennt er das, zack, er baut es auch optisch dran und jetzt habt ihr quasi die ganz feste dran und es kann auch nichts passieren. So, jetzt braucht ihr einfach nur noch an den Produkt ranfahren. Und eigentlich fängt jetzt schon an, ihr seht es, ist aufzunehmen. Wir fahren mal ganz nah ran. Und ihr seht unten auch die Anzeige, es füllt sich. Ihr habt die Möglichkeit, das Ding sogar abzudecken. So. Ne, dann sieht es natürlich nochmal anders aus. Hat aber nichts damit zu tun, dass der dann aufhört. Ne? Also wenn ihr selbst das abdecken würdet. Doch, dann hört er auf zu laden. Entschuldigung. Das war gerade zu Anfang beim ersten Test nicht so. Welchen Fehler ihr auch nicht machen dürft, ist die beiden Paletten, die ich da stehen habe, nebeneinander stellen, weil die beiden können Zucker laden. Ich zeige euch im Shop, was daran so doll ist. Die beiden können Zucker laden, aber wenn ich die jetzt nebeneinander stelle, dann addieren die sich. Ne? Also dann fangen die an, sich gegenseitig zu B und N laden. Und das ist dann nicht zwingend immer so gewollt. So, ihr seht, jetzt habe ich quasi gleich. Ja, komm. Weiß, wenn man die sich nehmen will. So, schalt mal hin. Los. Ja, ihr seht, jetzt habe ich ich bin jetzt bei 19.000 Liter und habe 9% voll. Ja, also ihr seht, da geht so einiges rein. Im Shop finden wir das Ganze. Am besten in den DLCs. Oder unter Paletten findet ihr die. Jetzt habt ihr insgesamt 4 Stück. Ihr seht hier unten durchlaufen, was ich hiermit beladen kann. Mit der könnt ihr quasi nahezu alle Frucht, also quasi alle Produkte laden. Diese hier ist ausschließlich für eher Flüssigkeiten. Hier ist nochmal ein Big Bag für das gleiche wie hier. Oder hier noch für Flüssigkeiten. Hier habt ihr es nur als Big Bag, als einzelner Sack. Da gibt es real und unreal, also sprich 200.000 Liter oder nur 10.000 Liter. Das könnt ihr für euch entscheiden. Das gleiche hier. Oder ihr macht mit Palette, ne, unreal, real, 200.000 Liter oder 10.000 Liter. Und dann könnt ihr hier am Gestell noch die Farbe ändern, so wie ihr es haben möchtet. Ne, das geht auf jeden Fall. Das gleiche hier auch. Ne, real, unreal. Und dann könnt ihr den Gestell ändern. Da quasi könnt ihr den Produkten auch quasi eine Farbe zuordnen, damit es einfacher haben. Entscheidend ist wirklich, ihr müsst halt wirklich hier diesen Teleskoplader oder Radlader unbedingt ohne Anbaugerät, weil sonst geht. So, jetzt habe ich hier 90.000 da drin, sprich, ich habe jetzt eine große Palette, die kann ich ganz bequem auf dem Anhänger verladen und kann jetzt zu meiner Produktion fahren. Hier eine Bäckerei, die braucht ab und zu mal Zucker. Jetzt fahre ich hier hin und ihr seht, zack, okay, jetzt ist keine freie Kapazität mehr, weil ich hier schon so viel Zucker reingefahren habe. Aber wir können ja mal eben ganz fix Produktion, Bäckerei. Hier kommen, gönnen wir uns mal eine Bäckerei, damit ich auch sehe, dass es noch funktioniert. Ich fahre ganz mal über den Trigger und schon seht ihr unten, ist rauslaufen. So, das war's. Bäckerei ist voll. So, mehr ist es gar nicht, das Ganze. Finde ich persönlich eine coole Geschichte, gerade wenn man viel mit Produktion arbeitet, ist es eine coole Geschichte, dass es einfach nur umgelagert wird. Es ist jetzt nicht so wie Autoload, zack, auf dem Hänger und weg. Finde ich persönlich sehr, sehr cool. Ich hoffe, ihr findet es auch so cool. Wenn ja, wie gesagt, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare.
Ja, und belohnt die ganze Forschung, die Mühe, die wir machen, gerne einen Daumen nach oben. Aktiviert die Glocke, falls ihr nicht getan habt, um keine weiteren Mods zu verpassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Euer Christoph von Modbox. Ciao.